Hey Leute und willkommen hier zu einem weiteren Video und heute gibt es wieder eine weitere Bastelei am Bulli und zwar das hier, beziehungsweise halt LED-Streifen. Ich möchte ganz gerne LED-Streifen in meinem Bus anbringen, ja hier so einmal ringsrum hier hinten im Fahrgastraum und dafür habe ich jetzt hier auch schon so eine Plastik-U-Profile besorgt. Und zwar möchte ich nicht, dass die LED-Streifen so direktes Licht verbreiten, sondern mehr so ein indirektes Licht, was so gegen die Decke strahlt. Das Ganze habe ich schon bei VW T4 Oscar gesehen, das fand ich eigentlich ganz cool und da dachte ich mir, hey, mache ich auch. Und zwar werden diese U-Profile hier mit der Öffnung nach oben ungefähr so hier angeklebt und hier kommen die LED-Streifen rein, sodass sie schön gegen die Decke leuchten und das Licht mehr indirekt und nicht so grell ist. Und ja, als allererstes muss ich dafür erstmal die Profile anpassen. So, und zwar habe ich mir überlegt, dass das Profil ungefähr mit der Kante da oben abschließt. Ja, das heißt, ich muss jetzt hinten gucken, wie weit es geht und dieses Profil liegt perfekt an. Das heißt, es muss nicht gekürzt werden. Also, das ist schon mal gut. Das nächste Profil soll hier ebenfalls wieder mit der Kante abschließen. Hier wird es ein bisschen eng wegen der Schiebetür, ich denke, das geht. Allerdings werde ich das hinten kürzen müssen, weil da der Klimakasten kommt. So, jetzt mal schön hier mit Gegenlicht alles abmessen. Tschüss. Tag, neues Glück. Ich habe jetzt mal diese ganzen Plastikprofile einmal grau lackiert, dass das Ganze nicht so extrem auffällt, wenn es hier oben dran hängt, weil das Weiß war doch nun schon sehr extrem. Ja, hier liegen auch noch ein paar kleinere Teile, so wie Kabel und so weiter. Und ja, dann geht es jetzt mal ans Montieren. So, die eine Verkleidung ist jetzt ab und ja, warum? Ganz einfach, das hier ist der Controller von den LED-Streifen. Und den muss ich irgendwo verstecken, beziehungsweise ich muss auch die Kabel irgendwo lang führen und das Ganze soll hinter der Verkleidung passieren. Und jetzt gucke ich mal, ob dieses Teil hier überhaupt hinterpasst. 20 minutes later. Okay, also folgendes. Dieses Ding ist leider ein bisschen zu groß, um hinter der Verkleidung da oben zu verschwinden. Von daher muss ich mir jetzt was anderes überlegen. Ich weiß nicht, eventuell würde es hier hinterpassen. Aber ich muss aufpassen, weil hier der Gurt ist. Der Gurt könnte da ein bisschen stören. Also auch hinter der Verkleidung ist ja auch der Gurt. Und außerdem ist hier das Klimateil. Und wenn der Kasten hier sitzt, müsste ich mir nochmal Kabel an die Streifen löten, dass das Kabel bis hier oben geht. Von daher bin ich gerade am Überlegen, ob ich diesen Kasten einfach dahin klebe. Dann kann ich den ja im Zweifel noch lackieren. Dann sieht man, oder dann fällt er halt nicht so auf. Und ich glaube, das ist wirklich die beste Methode. I
jetzt ist alles verkabelt. Da oben guckt jetzt das Kabel für die LEDs raus. Und jetzt kommt der spannende Moment, ob auch alles funktioniert. So, und dafür verbinde ich erstmal den Streifen mit dem Netzgerät. Zack. Ja, und jetzt eigentlich nur noch das Netzgerät da oben ranhängen. Dafür wicke ich den Streifen mal ein bisschen ab. Komm her. So, verbunden. Wo ist die Fernbedienung? Hier ist sie. Und... Achso. Es funktioniert nicht. Hey, warum nicht? Warum funktioniert es nicht? So, ich habe den Fehler jetzt hoffentlich gefunden und jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Ja, sehr schön. Die LEDs leuchten, sind ja jetzt mit der Batterie verbunden. Ja, doppelseitiges Klebeband hält nicht. Ja, aber dafür habe ich hier sowas noch gefunden. Montageband. Soll 33 Kilo pro Meter aushalten. Ich denke, das sollte dann auf jeden Fall halten. Ja, mal gucken. So, eins kann ich schon mal sagen. Auch dieses Montageband will irgendwie nicht vernünftig halten. Es hält kurz und nach 5 Minuten geht es wieder ab. Von daher habe ich jetzt einmal da. Sieht man das? Genau, einmal da. Und einmal da eine kleine Schraube in die Verkleidung gehauen. Ja, jetzt hält es erstmal, jetzt kann es nicht wieder runterkrachen. Mal gucken, ob die beiden Schrauben reichen oder ob sich dann in der Mitte durchbiegen wird. Mal gucken, im Zweifel kann ich da auch noch eine reindrehen. Aber erstmal reichen die beiden Schrauben, um diese dämliche Leiste da oben zu halten. Ja, jetzt geht es da hinten weiter. Ist echt eine blöde Arbeit, ey. Ich hätte gedacht, das wäre viel einfacher. Ja, die LED-Beleuchtung ist jetzt fertig installiert. Man sieht auch, sie macht den Bus schon ziemlich hell im Dunkeln. Es ist noch nicht ganz dunkel, dämmert aber schon. Ja, und ja, ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich kann ja mal gucken, ob ich jetzt hier mal einen Fade aktivieren kann. Los. Genau, jetzt wechseln auch die Farben. Ist jetzt gerade relativ schnell, aber es geht ja nur ums Prinzip. Ja, was ich noch machen werde, ist, ich wollte noch, dass diese Lampen hier, dass da auch LED-Streifen drin sind, die bunt leuchten, dann auch angehen mit den Türen, wenn die auf sind. Das ist aber alles komplizierter als gedacht. Von daher wird das noch folgen. Außerdem habe ich was ganz Cooles gesehen. Ich will auch noch LED-Streifen hier in den Küchenschrank bauen. Das habe ich bei Red T4 Van gesehen. Das hat er da auch gemacht. Fand ich ganz cool. Ich habe noch LED-Streifen übrig. Von daher wird da, denke ich, auch was reinkommen. Aber das passiert dann alles demnächst irgendwann. Für dieses Video war es das erstmal. Einmal mit den LED-Streifen ringsum. Und ja, was vielleicht noch ganz wichtig ist, bisher hatte ich die permanent mit der Batterie angeschlossen, auch wenn sie aus sind. Allerdings scheint das Netzteil trotzdem die ganze Zeit was zu ziehen, ist ja eigentlich auch klar. Also kommt definitiv noch ein Schalter zwischen. Und solange wie ich keinen Schalter habe, werde ich das Kabel erstmal wieder ziehen. Weil ich habe hier, das habe ich glaube ich in einem Video gezeigt, hier vorne habe ich so einen kleinen Spannungswächter und der zeigt jetzt gerade 11,9 Volt an, was nicht ganz so viel ist. Wenn ich immer auf die Prozent gehe, sind es 84%. Nicht gerade so viel.
Ja, ansonsten Elektrik und so weiter, das kommt alles später noch. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Tschüss.